Etwa 30 Jahre ist es her, da haben sie sich zu einer dramatischen Entscheidung durchgerungen, nämlich über Ungarn die DDR zu verlassen. Wenn Sie jetzt heute mit jungen Leuten sprechen, was, die fast so alt sind wie Sie damals, was ist das für ein Gefühl? Also ich bin dem deutsch-ungarischen Jugendwerk sehr, sehr dankbar, dass Sie gemeinsam mit der deutschen Botschaft diese Veranstaltung auf die Beine stellen, dass Sie auch das Thema auswählen, 30 Jahre Grenzöffnung, Öffnung des Eisernen Vorhangs. Weil ich glaube, wenn junge Leute über das Thema Freiheit was hören, über Redefreiheit, Reisefreiheit, da können die sich gar nichts darunter vorstellen. Das ist normal, dass man durch die Welt reist, dass man alle schönen Ecken dieser Welt genießen kann. Und das haben wir damals nicht gehabt. Deswegen sind wir aufgebrochen, Tausende aus der DDR nach Ungarn. Und ich muss sagen, dass wir dem Ungarn Danke sagen dürfen an so einem Tag und bei so einer Veranstaltung. Das ist für mich ganz großartig, weil wären die Ungarn nicht so mutig gewesen 1989 mit dem Anfang vom Ende des Sozialismus, dann wer weiß, was dann gekommen wäre. Und viele sagen ja, ja, der Mauerfall, das war der entscheidende Moment. Nein, es ging viel früher los und Helmut Kohl hat es sehr klug gesagt. Das, was in Ungarn passiert ist, das Durchschneiden des Stacheldrahtes und das Öffnen der Schlagbäume nach Österreich. Weg in die Freiheit, das war der Anfang. Das war der erste Stein, der aus der Mauer geschlagen wurde. Dann kam die Prager Botschaft, dann kamen die Montagsdemos in Leipzig und dann fiel Gott sei Dank dieses furchtbare Bauwerk, die Mauer. Aber Ungarn haben den Anfang gemacht und dass wir das hier thematisieren, 30 Jahre nach, ist großartig. Dafür euch danke und das dickste Dankeschön gehört dem Ungarn.